Einen wunderschönen, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu SmackDown in 2 Minuten. Corey Graves begrüßt uns zu SmackDown und übergibt das Wort an Nick Aldis. Dieser bittet Cody Rhodes heraus, ebenso wie seinen nächsten Herausforderer Logan Paul. Bei King und Queen of the Ring wird es ein Champion gegen Champion Match geben. Paul zählt ein paar Fakten aus seinem ersten Jahr bei WWE auf, aber Cody bezeichnet ihn als Dummkopf und hat selbst einen Fakt für Paul. Sollte Cody die US Championship gewinnen, würde ihn das zu einem Grand Slam Champion machen und er wird Logan Paul auf seinen Platz verweisen. Das Segment endet mit einem Staredown, bei dem beide ihre Gürtel hochhalten. Nia Jax besiegt Naomi in 10 Minuten und qualifiziert sich somit für die nächste Runde im Queen of the Ring Turnier. Auch Carmelo Hayes zieht in die nächste Runde ein, er besiegt Baron Corbin nach 6,5 Minuten mit dem Einroller. Als nächstes sehen wir nacheinander unsere Women's Tag Team Champions. Zuerst besiegt Jade Cargill Piper Niven, womit auch sie nun die nächste Runde erreicht. Dann besiegt Bianca Belair Candice LeRae in 3 Minuten und zieht ebenfalls in die nächste Runde ein. Paul Heyman spricht Backstage mit Solo Sikoa. Solo behauptet im Gegensatz zu Heyman nach WrestleMania mit Roman Reigns gesprochen zu haben, der ihm das Kommando über die Bloodline übertragen hat. Somit sei Heyman nun Solos Wise Man. Solo fordert eine Umarmung ein und beendet das Segment mit den Worten: Ich liebe dich, Wise Man. Tama Tonga schafft ebenfalls den Einzug in die nächste Runde, indem er Angelo Dawkins in 2 Minuten abfertigt. Danach gibt es noch ein Samoan Spike von Solo an Dawkins. Im Main Event kämpfen Randy Orton und AJ Styles um den Einzug in die nächste Runde des Turniers. Styles zeigt den Phenomenal Vorarm, Orton greift aber ins Seil, Styles will mit dem Styles Clash nachsetzen, Randy Orton aber kontert mit dem RKO und gewinnt das Match nach 17 Minuten. Alles in allem eine eher mäßig spannende Show, ohne große Ausschläge nach oben oder unten. Match of the Night war der Main Event, ich möchte aber auch Carmelo Hayes gegen Baron Corbin nochmal lobend erwähnen. Mein Highlight des Abends war wieder einmal das Schauspiel von Paul Heyman. Ich gebe dieser Show eine 5,5 von 10. Wenn ihr das Ganze jetzt noch etwas ausführlicher haben wollt, dann empfehle ich euch den Spotfight Podcast.